Heute drehen wir ein Frisurenvideo. Nicht? Okay. Hallo. Ich bin Niki. Ich bin Emanuelle. Und wir sind die Make-up-Mutanten. Make-up-Mutanten. Mein Freund war in Japan und er hat sich tatsächlich in einen Kosmetikladen getraut, was ich ihm sehr hoch anrechne. Und er hat unfassbar viel Zeug mitgebracht, von dem er nicht den Hauch einer Ahnung hat, was es ist. Bei vielen Dingen wir auch Wie nicht, hoch weil ist es steht auf Japanisch drauf. So, wir haben die Schere, um irgendwelche Verpackungen aufzumachen und einen muss ich mich jetzt ein ganzen bisschen. Sack voll lustiger Dinge und die werden wir jetzt gemeinsam mit euch anschauen. Also So. sozusagen ein Haul mit Genau, Überraschungseffekt. ja. Also manche Sachen habe ich schon gegoogelt, aber ausprobiert noch nicht. So, das hier ist eine Foundation zusammen mit einem lachsfarbenen und einem grünen Color Corrector. Und die Farbe, völlig überraschend, ups, scheint tatsächlich so halbwegs zu passen. Mon Dieu, welche Marke ist das? Kate? Die Marke heißt Kate. The Base Ja. Zero, Secret Sim CC So, Base. ich mache da mal hier mal Kate den. Tokyo, Powder Skin Also es Maker sieht Foundation. hübsch aus. Ist Vielleicht sieht nicht. man auch die Nachbarn. Ja. Sollen die ausnahmsweise mal angezogen sind, ist alles in Ordnung. Hallo Nachbarn von Manel, wir wissen alles über euch. Übrigens, diesen Leberfleck am Hintern, den würde ich mal untersuchen lassen. Habe ich das erzählt letztens von dem Typen in der U-Bahn? Ich habe so gelacht. Letztens war ein Mann in der U-Bahn vor mir, der hatte so ein Iro, so einen ganz coolen, ihr wisst schon. Der Typ war etwa so alt wie ich, also so Mitte 40. Vielleicht hätte man ihm mal sagen sollen, dass hinten so ein Fleck war, wo er kaum noch Haare hatte und dass das auch mit dem ganz viel Haarspray nicht Ja. funktionierte. Ich habe mich nicht getraut. Ich Ja, dachte, also das wäre schräg. die Farbe ist Zeig, echt zeig, gut. zeig, Also zeig. man sieht nichts. Ja, guck mal. Und es fühlt sich wirklich sehr seidig an. Du Ja, kannst es ist ja ja Powder, auch. also es Ja, sollte ja genau. ein Also Cream to die wird Powder man werden. wahrscheinlich, sie fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an, so ein bisschen wässrig. Also da freue ich mich schon drauf, mir die mal ins Gesicht zu Ja, schmieren. die Ich fühlt habe sich hier schon sehr, einen kleinen Lappen. sehr Cream to Powder mäßig Ja, an. Also es ist also das schön. ist angenehm. So, ich Und wische sie ist das mal. clean, das weißt du noch Ja, nicht. na doch, das habe ich schon. Ich habe die zu Darf Inhaltsstoffe ich schon. die beiden Die darfst du gerne Color mal. Corrector mal. Die darfst du mal anschauen, ja. Die Konsistenz ist cool und sie Ist verblenden gut. es auch so Cream to Powder, dass der Nee, eher rote. nicht so unbedingt. Das ist Ja. mehr tatsächlich wie eine Base, also fast silikonig Ja. vom Feeling her. Also cremesilikonig eher. Okay. Also nicht so trocken Ja. wie die Foundation. Was unter der Foundation sicherlich eine ganz gute Idee ist eigentlich. Also fühlt sich Ja. jetzt, also ich habe jetzt nicht so viel aufgetragen, Ja, weil mir also das zu das viel ist dann wäre. tatsächlich so ein sehr grüner Bart. Ja, aber der wird nicht, der verblendet sich gut. Also wenn man darf halt nicht so Und viel davon auftragen. wenn man zu viel davon ausnimmt, hat man eine grüne Hand. Ja, Ich habe gerade ausgezeichnet. etwas weniger davon ausgetragen, dann geht's. Ja, gut. Also Schön. da freue ich mich drauf, das mal auszuprobieren. Vielleicht machen wir ja irgendwann mal so ein Niki schminkt Ein sich Full Face auf auf japanisches Japan. Make-up. Ja. Das wäre doch mal eine Idee. Ja, so. Ich räume es wieder auf und Sehr weiter. gut. Also ich mache dann mal weiter. Dann hat er mir mitgebracht dieses entzückende Puderquastending. Also es Ist ist. das so eins, das man benutzt, damit man beim Auflegen auf der Hand aufs Gesicht nicht Ja, keine Flecken das hinterlässt? vielleicht auch oder zum Setten tatsächlich. Also das heißt Nature Puff. Ja. Oder für, wie heißen die, Cushion Foundations, das sind doch in Japan so in. Nee, ich glaube, das ist das, obwohl doch das ist tatsächlich, glaube ich, für Cushion Foundations, weil das so gummiartig Also ist. wie Also so ein Beauty Blender vom ja, Material. genau. Aber man kann das dann tatsächlich so, wenn man sich die Wimpern tuscht, dann, dass man sich nicht das ganze Make-up Und wieder wenn man andere Leute aufbläht. schminkt, damit man Ja, nicht mit der genau. Hand auf deren Gesicht. Oh, ich So. glaube, ich habe mit dem Highlighter heute ein bisschen übertrieben. So sonnig ist es hier Du gar siehst nicht. aus wie Nikki Tutorials. Hey, beleidigen lassen muss ich mich jetzt hier nicht. Soll nicht aussehen Ja. wie heißt die andere? Highlighter, crazy. Ich habe keine
Ach, ich weiß es gerade nicht. So, das hier ist wirklich total entzückend. Oh, also ist das hübsch, das kannst du nicht aufmachen. Das werde ich tatsächlich nicht aufmachen, weil es ist wirklich zu schön. Das ist... Ein Eyeliner? Ja, das ist ein Eyeliner, genau. Ja, und wenn ich da die junge Dame weint auf dem Bild, glaube ich, man möchte mir damit sagen, dass er wasserfest ist. Wahrscheinlich. Falls jemand von euch ja... Oh, man kann ihn aufmachen. Man braucht, muss ihn gar nicht zerstören. Ach, dann es ging einfach auf. Den kaputt zu machen, wäre wirklich sehr, sehr schade. Ja, genau. Der ist so hübsch. Also hier jetzt nochmal ohne die Reflexion. Also falls jemand von euch des Japanischen mächtig ist, wäre schön zu wissen, was es ist. Heroin Make Smooth Liquid Eyeliner Waterproof. Steht sogar auf Englisch drauf. Waterproof. Hervorragend. Und er ist braun. Der sieht nicht schwarz aus. Ja, irgendwas war stand das hinten drauf, war auch schwarz, braun und nicht, ja, der auch. Hört ihr das? Ist fast wie Weihnachten. Ja, so und, ja, er ist wirklich schön, aber er ist dunkelbraun. Ja, das aber ist eigentlich das cool. Ist eigentlich cool, ja, man muss ja. Gerade so im Sommer. Ja. Mit einem etwas natürlicheren Looks, also das mit dem... Natürlichere Looks. Wir sitzen hier mit 10 Pfund Schminke in der Fresse und reden von natürlicheren Looks. Es soll Leute geben, die das mal mögen, ehrlich. Ja. Also wir nicht, aber andere. Wenn ich mal jemanden treffe. Ich schminke mich ja selbst im Urlaub. Also ich sehe es nicht ein, mich im Urlaub nicht zu schminken, weil ich meine, Leute, die Bücher mögen, fragt man ja auch nicht. Du liest auch im Urlaub? Ja. So, dann ist es tatsächlich ein Pflegeprodukt. Das ist eine Feuchtigkeitscreme. Das habe ich tatsächlich schon gegoogelt und sie ist auch clean. Das heißt, sie enthält keine Salicylsäure. Und irgendwie bekam man dieses entzückende Schächtelchen auch auf. Also allein die Ästhetik von dem Zeug ist doch geil. Ja, also ich meine, es ist schon hübsch und es ist vor allen Dingen auch anders irgendwie. Ah, das ist hier zugeklebt. Ja. So, und dann schauen wir uns mal dieses, ja, das ist so ein Milchglas-Bottich. Lustigerweise sieht er jetzt in diesem kleinen Display bläulicher aus, als er so hier ist. Und ja, aber da freue ich mich drauf. Das Problem wird sein, wenn ich dieses Zeug richtig toll finde, kommst du nicht mehr dran. Komme ich nicht mehr dran. Und ganz ehrlich, eine Feuchtigkeitscreme, also selbst wenn ich sie hier bestellen könnte, eine Feuchtigkeitscreme, um den halben Erdball schicken zu lassen, das ist einfach tropisch. So. Wir machen dann hier nochmal weiter. Das ist auch nochmal so eine Feuchtigkeitspflege. Die ist auch clean. Ein Moisture Gel, also eine Feuchtigkeitspflege. Gel, das ist für dich natürlich genial. Das liebst du doch sehr, diese Gel. Feuchtigkeitspflege. Und das ist auch wieder ein ganz entzückender Napf. Ja, also ich glaube, hier in München haben wir ja relativ viele Touristen, auch aus Asien, aus Japan, aus Korea, China. Und da sieht man die Damen immer durch den DM und den Rossmann laufen. Ha! Also ich denke, das ist genauso wie wenn wir in Japan, Korea oder China wären, dass wir da völlig aufgescheucht durch diese Läden laufen würden. So, was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir einen Color Corrector in Knallrot. Corrector? Ernsthaft? Da steht da eine Color Control. Control, das Color ist ein Lippenstift. Das ist, ich hoffe, es ist ein Lippenstift, weil das wäre sonst... Das ist kein... Sonst also. schon so ein bisschen... Bisschen sehr much. Nee, Color ja. Control, das ist kein... Keine Angst, das ist ein ganz normaler Lippenstift. Oder vielleicht Lippenbalsam in Farbe, mit Farbe. Ja, das sieht so aus, als wäre das ein Lippen... Beet Red, das ist ja. Also das riecht... Lip Cream, steht sogar drauf. Okay. Alles gut. Es riecht... Nach also nichts. Genauso wie die Foundation, die roch auch nach nichts. Das finde ich sehr angenehm. So. Ja, also der gibt. Ja, es ist nur so ein Lippenbalsam, angenehm. Ein minimalistisches bisschen Farbe ab. Ist sicherlich ganz cool, ja. Wenn man Foundation auf den Lippen hat, um das wieder auf Werkseinstellung zurückzustellen. Dafür benutze ich immer so Lippenbalsam. Ist nach dem Schminken, wenn die Lippen Concealerfarbe haben. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen kleinen Nagellack. Entzückend. Mit einem Krönchen oben. Ui, 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 ui. Ja, und es ist ein schönes Bleu mit Glitzer. Eine Fußfarbe.
Ja, ich trage solche grellen Farben immer noch auf den Füßen. Ja. Und hier oben drauf ist er Gold. Ja, also das kann man... Oder nur Glitzer? Nein, es ist nur Glitzer. Aber das kann man sagen, sehr viel Liebe zur Verpackung. Mhm. Ja. So, hier haben wir einen kleinen Nagellack in Rot. Noch einen. Mit einem extra breiten Pinsel, wenn ich dieses kleine Bild da oben richtig interpretiere. Oh, das ist angenehm. Ja. Das mag ich auch an den Essensnagellacken, mag ich, dass die einen Pinsel haben, wo man dann also bei den kleinen Fingern aufpassen muss. Aber ansonsten ist man da relativ schnell und muss nicht stundenlang streichen. Also das ist toll, da bin ich mal gespannt, wie der so ist. Nochmal zwei entzückende Schwämmchen, um Foundation aufzutragen. Oder zum Blotten sind die auch super. Zum Blotten sind die auch super. Also ich habe solche Latex-Schwämmchen. Oder nicht Latex, was auch immer die enthalten, immer dabei, um überflüssigen Glanz vom Gesicht zu kriegen. Das, was ich jetzt im Gesicht habe, ist einfach Highlighter. Ich habe keine, also nicht so ölige Haut. Es ist einfach, ich habe ein bisschen übertrieben. Das ist übrigens Mary Lou. Und mit Mary Lou ist es relativ leicht zu übertreiben. Ja, so, dann habe ich hier dieses Ding und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was es ist. Soll ich mal gucken? Schau mal, ob du siehst, was das ist. Also es könnte Lip Tint Matt. Steht drauf, auf Englisch. Okay. Hilft. Wer lesen kann und so. Ach. Ich möchte dieses entzückende... Es geht auf. Wie oft hast du jetzt das Wort entzückend benutzt in den letzten 3 Minuten? Ich weiß nicht, aber... Es hat entzückend. Können wir das Video damit taggen? Oh mein Gott, ist das eine entzückende Verpackung. Also die Farbe ist auch schön. Das ist so, sieht man das? Ja, es ist eine sehr, sehr schöne My Lips But Better Farbe. Ja, also das erinnert mich so ein bisschen an diese Charlimar-Flasche von dem Parfum von früher. So dann. Ich glaube, Charlimar gibt es. Nein, wir waren das nicht. So, und da ist noch ein kleines Paddel dabei. Sieht nett aus. Ja. Also machst du uns demnächst mal ein japanisches Get Ready With Me? Genau, das wäre. Du hast ja fast alles da. Ja, ich habe tatsächlich fast, ich glaube, ich habe tatsächlich alles da. Also vielleicht kein Puder in dem Sinne, aber wir werden sehen. Ja, da die Foundation Cream to Powder ist. Ja, wird das vielleicht nicht. Du wahrscheinlich sein. Bei deiner trockenen Haut kein Puder. So, also das ist wirklich eine hübsche Farbe. Kann man so lassen. So, dann haben wir hier den Black Brown Liquid Eyeliner. Es steht auf Englisch drauf. Das tut's eigentlich immer. Ja. Also, und hier, das würde ich jetzt aber tatsächlich aufmachen. Ja, ich meine. Wenn ich es benutzen möchte, muss ich das wohl. Oh, der ist aber hübsch. Das ist eine sehr schöne. Der ist so achtkantig. Ja, er erinnert mich irgendwie an dieses blöde Rollding, was sich die Ami-Tussis immer durchs Gesicht schieben. Also ich dachte jetzt eher an diese Caron d'Arche Bleistifte, diese Druckbleistifte, diese sauteuren, apropos Druckbleistift, aus der Schweiz, die ich ja sehr liebe. Okay, der ist jetzt nicht so deckend wie der andere, aber... Auch eine schöne Farbe. Ja. Und ein wahnsinnig schönes Packaging. Ja. Also kennt ihr diese teuren Blechbleistifte? Also Druckbleistifte aus Japan. Diese Form haben die. Nicht aus Japan, aus der Schweiz. Meinst du die? Ja, genau. Genau die. Der lag hier zufällig rum. Sehr schön. Ich liebe die sehr. So. Das war übrigens kein echter. Ja, aber die Form schon. So, was habe ich denn hier noch? Hier habe ich noch ein Lippenprodukt. Wieder mal in einer wunderschönen Verpackung. Ist das nicht entzückend? Ein Trinkspiel? Mach doch ein Trinkspiel draus. Ja, also sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Und das hier ist ein... Auch so eine Niki-Farbe. Also
Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Vielleicht gab es da auch keine anderen Farben. Ja, aber dafür, dass der Mann farbenblind ist, hat er sich schon verdammt gut. Hat er das schon ziemlich gut hingekriegt. Aber ich glaube, er ist einfach in diesen Laden reingegangen und meinte, packen Sie mir irgendwas ein. Wenn er das auf Japanisch hingekriegt hat, ist er schon echt mein Held. So, was haben wir dann? Das hier ist Lidschatten. Mit einem Spiegel. Mit einem kleinen Spiegel. Jetzt seht ihr auch die Kamera, die wir hier gerade benutzen. Die Farben sind neutral, sehr inspirierend. Konturenfarben braucht man immer. Ja, also das ist, glaube ich, tatsächlich eine Konturenfarbe. Die werde ich jetzt auch nicht aufmachen, aber das ist als zum Schaffen einer Grundlage auch geeignet. So, dann machen wir hier noch mal weiter. Muss ja nicht alles immer lila sein. Pink ist auch schön. Dann haben wir hier das ist jetzt tatsächlich Lidschatten, auch mit Schimmer. Das andere ist auch tatsächlich Lidschatten. Was hast du immer gegen die neutralen Farben? Nichts, was hilft. So, innen sieht es genauso aus wie in der Verpackung. Auch hübsch. Und das ist tatsächlich... Das ist ein sehr hübsches Design. Das ist eine... Gut, das kann ich tatsächlich so zeigen, weil... Was ein schönes Design, das ist originell. Ja, genau. Also das ist so ein Goldton, dann ein etwas tropiges Metall. Also der eine erinnert mich von der Farbe an Wiley Kay. Die erfahrenen Zuschauerinnen dieses unfassbar erfolgreichen Kanals werden wissen, was ich meine. Dann ein Braun und dann noch so zwei eher neutrale Farben. Genau, aber das ist... Ach, das ist ich kaufe ja auch immer in diesen koreanischen Kosmetikladen so gerne ein, weil das Zeug so hübsch ist. So, das hier ist etwas... Concealer. Das ist Color Mixing Concealer. Und die Verpackung erinnert an einen Keks. Ja. Nur echt mit 52 Zähnen, ne? Wisst ihr? So, das klebt aber da drauf. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Also der Concealer, da ist ein gelblicher dabei, ein eher roséfarbener und nochmal so beige, dunkelbeige und es ist wohl und noch so ein Applikator ist dabei. Mhm. Ich mach das jetzt mal auf. Du willst ihn eh benutzen, also ich meine, oder willst du das Zeug in der Vitrine stellen? Nein. Also. In der Vitrine ist kein Platz mehr. Für Make-up? Nee, da war noch nie. Oh, die Gläser in den Schrank und das andere Zeug. Make-up in die Vitrine. Und das Make-up in die Vitrine. Fast noch hübscher ohne die komische Folie. Das ist echt hübscher ohne die Folie. Ja, es wirkt jetzt auch viel keksiger. Ja, schön. So, und dann kriegen wir es sogar auf. Und dabei ist nochmal so ein kleiner Smudger an der einen Seite und ein relativ weicher Pinsel. Das ist... Und das sind die Farben. Auf der Seite ist ein bisschen Platz, wahrscheinlich, damit man das Zeug mischen kann als Palette. Das könnte tatsächlich sein, weil das auch so ein bisschen... Eine leichte Vertiefung hat, genau. Und jetzt gucke ich mal. Dass man sich da die Farben zurecht mischen kann. Mhm. Du magst ja so dunkle Concealer. Ja, ich mag die tatsächlich, weil dann hinterher sieht man es nicht, weil ich benutze es ja nicht als Highlighter. Das ist dann. Aber die fühlen sich ziemlich angenehm an und die trocknen auch pudrig. Oh, das scheint dort irgendwie ein... Der heiße Schatten. Stimmt, das habe ich ja irgendwo, in irgendeinem Video habe ich gesehen, dass einen kleinen Spiegel oben drin. Dass sie ungern, also dass das Face Powder dort tatsächlich unüblich sind. Mhm. Anders musst du die, oder? Also schief? Naja, egal. Nee. Dass das Face Powder unüblich sind, weil dieses gepuderte Aussehen unbeliebt ist. Deswegen die eher so Cream to Powder Zeug haben. Das habe ich in irgendeinem Vlog von irgendeiner Make-up-Tussi, die nach Japan geflogen ist. Ja. Wir reden von den anderen Damen, die diese lustigen Schminkvideos machen, ganz schön lästerlich. Ja, so. Von uns auch. Ja. Habt ihr gedacht, wir nehmen das ernst, was wir hier machen? Natürlich. So, wir dann wollen haben hier die absolut berühmtesten... Ja, ihr merkt es an unseren heute 56 Followern. Danke. Ja, hier La Pensée. Was heißt das? Ist fast so schön, wenn La Pensée, der Gedanke.
Der Gedanke, wir denken, mein Gott, was ist das? Und das ist dann Augenbrauenstift. In der Farbe wahrscheinlich dunkelbraun. Das, ja, das ist ja das, was du normalerweise benutzt. Müsste mal gucken, wie gut das funktioniert. Aber das ist halt so das Übliche. Vorne spitz und hinten bürstig. Spoolie, genau. Bürstig. Bürstig, genau. Borstig. So. Wir sind nur borstig. Wieder borstig, genau. Also immer und immer wieder borstig. Ich bin wirklich, wirklich begeistert von diesen ganzen Dingen. Ich werde damit mal einen Look schminken und werde das dann dokumentieren. Und ihr werdet natürlich live dabei sein? Ihr werdet natürlich live dabei sein. Also live. Nein, ich werde also live dabei sein. Live. Ihr werdet es euch anschauen genau. dürfen. Genau. Ich werde blöde Kommentare machen. Das tust du doch nie, teuerst. Ich packe diese ganzen Schätze jetzt wieder in ihren kleinen Beutel. Und den, nee, da hast du wieder reingetan. Ich habe es wieder reingetan, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, da ich kein Japanisch kann, sage ich tschüss. Sayonara. Konnichiwa. Whatever. Bis bald. Bis bald.